Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von DJ Atomic. Heute wieder mit einem neuen Technikvideo. Ich möchte euch heute eine einfache DMX-Steuerung zeigen und beteiligt sind der Cameo Control 6 DMX-Controller, der Beams Transceiver DMX und dreimal Beams WBP 96S. Ich möchte euch die Möglichkeiten zeigen, wie man die ganz einfach die Farben steuern kann über den Cameo und was für Auswirkungen das hat, wenn wir verschiedene Varianten von WDMX verwenden. Also viel Spaß beim Video. Ich habe jetzt dem Controller Strom gegeben, das heißt ein Netzteil angeschlossen und das erste, was wir jetzt machen, wir verbinden den Cameo mit BBP 96. Das Kabel ist bei den Floorspots mit dabei und jetzt sehen wir hier, wir können den Spot über die Rauf- und Runter-Tasten im Color-Modus bedienen. Wir ändern das aber jetzt, dass wir das mit den Schiebereglern von dem Cameo bedienen können und dafür schalten wir das Menü hier durch. Jetzt sind wir im DMX-Modus und jetzt können wir hier rot, grün, blau, weiß, Amber, UV, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil das ist halt, wenn man wirklich nur, wenn man jetzt so reinguckt, dann sieht man es halt. Und dann natürlich auch die entsprechenden Mischfarben, eben das Magenta über die Rot- und die Blaufunktion. Wenn wir jetzt zum Beispiel den um einen Schalter verschieben, das heißt, wir haben jetzt die Startadresse 2, dann haben wir auf den ersten nix und haben auf den zweiten rot. Und so können wir das dann praktisch immer weiter verschieben, wenn man eine andere Startadresse hat. Allerdings haben wir dann hier immer weniger Funktion und hört dann praktisch hier bei weiß auf. Jetzt als nächstes werden wir mal schauen, wie wir die anderen beiden Geräte hier an dieses Gerät jetzt hier dran kriegen. Das ist jetzt also der nächste Schritt. So, man sieht jetzt hier immer noch, das ist das Mastergerät. Ich gucke jetzt mal nach. Das ist ganz wichtig, welche Farbe hat er hier? Er hat grün und er hat blau. Das heißt also, die können nicht miteinander kommunizieren. Wenn ich den jetzt umschalte, ich kann das hier auch durchschalten, bis ich auf grün bin und man sieht, er wird auch rot. Der steht jetzt hier so auf hellgrün oder was auch immer. Den kann ich jetzt hier auch durchschalten. So, jetzt leuchten sie alle. Und egal, was ich jetzt hier mache, die kommunizieren alle miteinander über die Farbe grün von dieser WDMX-Funktion. Man sieht, er blinkt, das bedeutet, er ist der Master. Und was hat das für eine Auswirkung? Das heißt jetzt, wenn ich dieses Gerät bei der Kabelverbindung, wo ich praktisch den Master erstelle, über den Cameo und über die Kabelverbindung, kann ich jetzt eine WDMX-Verbindung erzeugen, wenn ich diesen Transceiver von Beams jetzt nicht hätte. Und was passiert jetzt aber, das ist jetzt ein kleiner Nachteil, den ich habe, wenn ich jetzt hier ausschalte, dann stirbt die Funktion ab und die Dinger gehen aus. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir wieder einschalten. Die Verbindung ist wieder da, das heißt also, ich habe jetzt wieder die volle Verbindung. Das heißt, wenn ich jetzt im Akkubetrieb bin, und mir geht das Mastergerät aus, dann ist unabhängig davon, ob die noch Saft haben oder nicht, geht der Rest der Linie mit aus. Und jetzt zeige ich euch noch eine andere Möglichkeit mit dem Transceiver und dann schauen wir mal, was da passiert. So, ich habe jetzt den Transceiver, habe ich jetzt auch schon mal unter Strom gesetzt. Und ihr seht, den kann man jetzt hier als Empfänger und als Sender einsetzen, weil hier so ein Adapterstück mit dabei ist. Das kann man jetzt hier so reinstecken. Und hier habe ich auch wieder diese Wahltaste, wo ich die Farbe voranwähle. Und ich habe jetzt hier schon mal die auf grün vorgewählt. Ich stecke die Tröte jetzt hier rein. Und ihr seht, jetzt fängt dieses Gerät hier an zu blinken.
Und jetzt schalte ich mal sukzessive die Geräte dazu. Die sind jetzt auch noch auf grün voreingestellt von gerade. Und ihr seht, wenn ich den ersten dazu schalte, der funktioniert. Wenn ich den zweiten dazu schalte, funktioniert auch. Wenn ich den dritten dazu schalte, funktioniert auch. Also man kann jetzt hier frei mit dem Controller die Farben mischen und kann dann praktisch jede beliebige Mischfarbe eben über die Schieberegler erzeugen. Jetzt kommt der entscheidende Vorteil. Also Nachteil ist, ich muss das Gerät kaufen, ist aber nicht teuer. Dieser Transceiver mit dem Adapterstück und dem Netzteil. Und schalte ich jetzt das erste Gerät, was Master war, weg, dann passiert Folgendes, es ist nur das Gerät aus, wenn jetzt der Akku alle wäre, und die anderen kann ich immer noch frei bedienen über meinen Controller. Und wenn ich jetzt den ausschalte, ist der aus, der bleibt an, den kann ich wieder anschalten. Wieder mit der grünen Farbe übernimmt es. Und das ist halt der Vorteil, wenn ich mit so einem Transceiver arbeite. Das heißt, ich steuere alle gleichzeitig. Und wenn einer abstirbt, ist er hier der Master und alle anderen bleiben dann an. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es ist, denke ich mal, einfach zum Nachmachen. Und wenn ihr zukünftig nichts verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ich sage, bis zum nächsten Video, euer DJ Atomic.